Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich war jetzt eine Woche lang, habe ich jetzt Pause gehabt. Ich war gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe. Ich hatte ein bisschen nur eine leichte Erkältung, ein bisschen Grippe, aber ist nicht schlimm. Ich bin jetzt wieder da. Und ja, endlich gibt es wieder was Neues von mir. Habt sicher schon ein bisschen gewartet, wann wieder was Neues kommt. Jetzt ist wieder ein neues Video da. Und diesmal habe ich eine Rezension für euch wieder. Das Buch habe ich von der Autorin wieder als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen zum Lesen. Das Buch gibt es schon länger, das ist schon draußen. Weil ich eben gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war, hatte ich jetzt nicht die Lust, irgendwas zu lesen, weil es mir einfach gesundheitlich nicht so gut ging. Und aber jetzt habe ich das Buch beendet. Ich habe aber mit ihr auch das abgeklärt, dass ich das Buch ein bisschen später angefangen habe, ist auch in Ordnung. Ja, und zwar, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, geht es um dieses Buch hier. Das seht ihr neben mir hier eingeblendet, und zwar von Melanie Franke, My Dark Soul. In dem Buch geht es sehr in die Tiefe, was psychische Erkrankungen angeht. Und zwar geht es um zwei Menschen, die in einer Klinik sind. Also Hope ist quasi zwangseingewiesen worden in die Klinik, weil sie eine Essstörung hat. Sie ist an Magersucht erkrankt und andere Sachen hat, haben wir auch noch. Also sie ist in der Schule sehr viel gemobbt worden und auch sehr, sehr viel schikaniert worden. Und die beste Freundin von ihr und ihre Eltern haben jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt was tun. Ihr muss endlich geholfen werden. Und ja. Sie tut sich recht schwer, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen, versucht das ganze Essen immer wieder zu erbrechen, eben ob sie jetzt den Finger in den Mund, in den Hals steckt oder Abführmittel nimmt, ganz egal. Also sie versucht einfach alles, weil ihre Wahrnehmung sagt, ja, ich bin fett, ich bin zu dick, ich muss abnehmen, abnehmen, abnehmen und so weiter, obwohl sie eh schon sehr dünn ist. Und dann lernt sie einen Mann kennen, der auch in die Klinik kommt. Ein junger Mann, der eigentlich nur unter einem bestimmten Namen bekannt ist. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und zwar ist es Cole. Cole ist immer mal wieder in der Klinik, mal 3 Wochen, dann wieder 3 Wochen, wieder. Nach 3 Wochen wird er dann wieder entlassen. Und wenn wusste ich zum ersten, und Cole ist auch jemand, der psychisch sehr, sehr angeschlagen ist, also der jetzt keine Essstörung hat, aber psychisch einfach fertig ist, weil er hat ein traumatisches Erlebnis miterlebt. Er hat einen geliebten Menschen verloren, wo er quasi der vor seinen Augen verstorben ist. Und das hat er einfach noch nicht verarbeitet. Das ist immer noch in seinem Kopf. Und sein Vater hat eben Erwartungen an ihn, ja, er soll Medizin studieren, er soll dann die Praxis von ihm übernehmen, er soll endlich gesund werden, sich helfen lassen. Aber nach dem Tod von seiner Mutter, er hat einfach funktionieren müssen. Er musste einfach den Haushalt machen, er musste als Teenager schon quasi erwachsen sein und werden. Und er hat eben das schlimme Erlebnis, den Tod seiner Mutter, bis jetzt immer verdrängt. Und er hat eine Seite. Er hat zwei Seiten, also zwei Gesichter eigentlich. Und ja, und durch dieses, und sein Vater hat ihm quasi vorgelebt, oder ja, also nicht vorgelebt, sondern einfach gezeigt, wie man mit Frauen eigentlich umzugehen hat, für was sie da sind. Und für einen Zweck sind sie da und für sonst gar nichts. Und er versucht immer er hat so. Also wird im Buch beschrieben, so sadistische und narzisstische Anwandlungen ab und zu immer mal. Und er versucht einfach dieses Böse in sich und einfach diese Macht, die er da hat, bei den Frauen eben auszuleben, auszukosten, egal was es kostet im Endeffekt. Und er muss dafür aber manchmal auch einen sehr hohen Preis bezahlen, also die Frauen zumindest. Und eigentlich sollte sich Hope von ihm fernhalten. Eigentlich sagt ihr jeder Pfleger, jede Pflegerin in der Klinik und jeder Therapeut, bitte halt die von diesem Mann fern. Aber irgendwie scheint die Anziehung doch stärker zu sein. Und beide kommen sich auch näher. Und
Aber beide haben einfach wirklich so mit ihren psychischen Erkrankungen, natürlich auch Haupt mit ihrer Essstörung, zu kämpfen. Aber er merkt, irgendwas löst sie in ihm aus, sie verändert ihn irgendwie, ohne dass sie das jetzt bewusst macht. Also eher unbewusst. Und er kann aber einfach damit überhaupt nicht umgehen. Also er tut sich da wirklich sehr, sehr schwer. Und beide haben wirklich, wie gesagt, mit ihren Erkrankungen auch zu kämpfen. Und dann nach und nach merkt sie dann, warum er so böse ist, warum er Frauen eben was antut, was er ihnen antut. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall geht dieses Buch, wie gesagt, sehr, sehr in die Tiefe, was die menschliche Psyche angeht. Sie hat zwei tolle Charaktere sind im Buch, also Hope und Cole eben, die einfach, wo man eigentlich sagt, gegensätzlicher könnten sie gar nicht sein, aber irgendwie legt sich dann doch nach und nach der Schalter um, wo er dann auch realisiert, okay, ich muss mir endlich helfen lassen. Ich muss endlich dieses wirklich schlimme Trauma, das ich habe, meine anderen Erkrankungen, die ich habe, meine psychischen Erkrankungen, die noch mit eine Rolle spielen, endlich bekämpfen. Also endlich tief in seine Vergangenheit eintauchen und dieses ganze Dunkle quasi dann, also dieses ganze Dunkle, was er in sich hat, nach außen kehren. Und bei Hope ist es einfach so, dass sie auch, wie gesagt, nicht nur eine Essstörung hat, sondern es sind noch andere Sachen, eine schlimme Schulzeit erlebt, ist sehr, sehr oft und viel gemobbt worden und so. Aber ich finde, es ist trotz, also vom Schreibstil her ist es sehr gut gemacht, es geht sehr in die Tiefe, aber ohne dass es jetzt irgendwie, dass man das Gefühl hat, man müsste das Buch irgendwie nach der Hälfte oder so weglegen. Es ist sicher nicht für zart beseitete, das auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich, spricht sie ein Thema an, was wirklich wichtig ist. Also ich finde, das Buch gibt einem einfach auch so ein bisschen was zum Nachdenken mit, dass man einfach auch aufmerksam sein sollte, was seine Mitmenschen angeht, wo ich darauf achten sollte, wie geht's in der Familie, Freunden, Bekannten, wie auch immer, dass man einfach ein offenes Ohr haben sollte für die Menschen, die man liebt und die einem am Herzen liegen. Und finde ich, das Buch gibt so einen kleinen Anstoß dafür, dass man wirklich auf seine Mitmenschen achten sollte. Und ja, und das wirklich auch eine Essstörung oder eine psychische Erkrankung wirklich eine Krankheit, also dass psychische Erkrankung wirklich eine Krankheit ist, dass es nicht irgendwie, ach ja, der ist halt einfach schlecht drauf oder wie auch immer, aber dass es ernst genommen werden sollte, auch dass man wirklich auch sagt, hey, ich habe die Krankheit und versuche einfach dagegen anzugehen. Das macht ja Cole dann zum Glück im Laufe des Buches dann doch und sagt doch, okay, ich muss wirklich was tun, ich muss mir helfen lassen. Aber man merkt schon, wie beide wirklich mit sich hadern und immer wieder kommen wieder Rückschläge, dann wird es doch wieder ein bisschen besser und wie auch die Pfleger natürlich versuchen, die Patienten auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, ein bisschen zu motivieren und so, ist sicher nicht einfach natürlich, wenn man das jetzt in die Realität ummünzen würde. Aber es ist trotzdem sehr nah, finde ich, sehr nah an der Wahrheit auch, dass man wirklich, wie gesagt, einfach so erkrankt einfach ernst nehmen soll, ob das jetzt Magersucht oder eine psychische Erkrankung ist, also wirklich ernst nehmen sollte und sich auch helfen lassen soll. Das finde ich, sagt das Buch ganz klar aus. Also ich bin, kann dem Buch, kann nichts kritisieren an dem Buch. Also es hat alles super zusammengepasst und es kommt auch, also ohne dass ich jetzt anfange hier zu spoilern, zu einem guten Ende. Also ihr könnt es da ruhig beruhigt sein. Also ihr könnt das Buch in Hand nehmen für diejenigen, die es möchten. Super. Also ich kann das Buch wirklich nur mit ganz ehrlich 5 von 5 Sternen bewerten, was für mich echt schon ein kleines Highlight auch ist, weil ich habe schon mehrere Bücher von ihr gelesen und ich habe gemerkt, irgendwie geht da so eine Entwicklung voran, wo ich denke, okay, sie packt sich einfach Themen, die einfach nicht in jedem Buch vorkommen. Und sie greift es einfach auf und sagt, okay, es ist ein wichtiges Thema, um wirklich einfach, wie gesagt, aufmerksam zu sein und zu bleiben, was seine Mitmenschen angeht. Das möchte ich euch jetzt mit dem Buch vielleicht so ein bisschen so auf den Weg geben, aber so ein bisschen auf den Weg geben und auch einfach wirklich sensibilisiert dafür zu sein, wenn es jemandem, den man wirklich mag oder liebt, einfach schlecht geht, dass man sagt, okay, man muss das wirklich ernst nehmen, aber ohne ihn
aber ohne sie oder ihn auch zu drängen, dass er sich Hilfe sucht. Natürlich muss das auch von dem Erkrankten, denke ich, auch selber ausgehen. Und hier bei den beiden ist es so, dass sie wirklich dann auch im Laufe des Buches erkennen, okay, wenn wir zusammen eine Zukunft haben möchten, dann müssen wir uns helfen lassen, dann müssen wir das Problem endlich angehen. Das hat mir sehr gut gefallen in den beiden, dass sie wirklich sagen, okay, es muss endlich was passieren, es muss sich was ändern. Ja, es ist eine tolle Geschichte, wie gesagt. Also ich habe nichts auszusetzen, es passt alles, es ist schön, es ist toll gemacht, also gerne mehr davon. Und die Rezension dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox auf meiner Lovelybook-Seite. Einfach unten auf den Link klicken, dann könnt ihr euch die Rezension durchlesen, wenn ihr da mehr Interesse habt. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon fast von mir. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Einfach hier den Link zu meinem Kanal findet ihr hier unten in der Infobox. Klickt da einfach drauf, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sag Servus und Baba. Ciao!